Er glaubt auch, alles fällt mir einfach in die Schoß. Ich schlafe schon gar nicht mehr. So schlimm? Quatsch doch einfach mal mit ihm. Ist er da? Hinten. Wie konnte das passieren? Was? Da ich mit meiner Mutter gesprochen habe? Fräulein, wir haben uns Sorgen gemacht. Du hättest wenigstens mal anrufen können. Mein Gott, ich bin doch kein Kind mehr. Bin 2 Stunden zu spät gekommen. Was wollte er denn machen, wenn ich wirklich mal was angestellt habe? Würde mich dann einsperren? Jetzt pass mal auf, Fräulein, nicht in diesem Ton, ja? Mit sowas spaßt man nicht. Hätte ja auch sonst irgendwas passieren können. Du weißt ganz genau, was aus der Tochter von der fetten Lotterstein geworden ist. Nix. Kein Job nach dem Knast. Verstehst du? Ich bin doch noch nicht mal mit der Ausbildung fertig. Dagi, weißt du was? Ich habe keine Ahnung mehr, was du eigentlich willst. Vielleicht, dass du mal kapierst, dass ich nicht mehr deine kleine Zuckerschote bin. Und dass ich vielleicht auch mal abends mit Männern ausgehe. Was? Was für Männer? Brennst du oder was? Solange du deine Haxen hier unter meinen Tisch stellst, wird gemacht, was ich ansage. Ist das klar? Ich habe noch nie einen Freund mit nach Hause gebracht. Du hast sie doch mal alle platt gemacht. Alle. Also, was kommt's noch? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat.